Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 114 von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, ich habe mal überlegt, dass wir vielleicht doch mit der Hauptquest noch ein bisschen weitermachen. Dass wir mal gucken, was da jetzt noch so passiert. So habe ich einen Fackel hier auf. Ne, eigentlich nicht. Doch, hat er. Sehr schön. Dockarbeiter. Hey, schuldest du mir nicht einen Fünfer? Nee, ich schuld dir nichts. Oh, hier geht's auch noch runter, stimmt. Ah, ne, oder? Hä? Ne, Moment. Doch, hier geht's in den Keller, stimmt, genau. Da waren wir noch nicht. So, da, Bea, was ist mit dir? Hallo, Griesgram. Aha. Ach, so griesgrämig bin ich doch gar nicht. So, hol mal hier einfach ein bisschen mit. Wenn ich mitnehmen darf, ja, zerbrochene Hake, ganz wichtig mitzunehmen. So. Was? Ups, nee, sorry, ich wollte nicht schlagen. Ganz locker bleiben, alle locker. Nein, ich wollte immer noch nicht schlagen. Oh, was mache ich dann jetzt? So, ich wollte eigentlich nur aufsammeln. A und Y ist immer so meine Standardtaktik zum Einsammeln. Ne, ich wollte euch aber auch nicht total langweilen. Wie gesagt, ich wollte mit der Hauptquest weitermachen. Das mache ich auch sofort, nachdem ich hier alles leer gelootet habe, weil mich hier keiner aufhält. Ist immer gefährlich. Wenn mich keiner aufhält beim Looten, dann wird's eng. So, gucken wir uns hier mal noch um, ob hier noch irgendwas Sinnvolles ist. Ne, sieht nicht so aus. Da sind zwar noch irgendwelche Fässer und so. Naja. Oh, doch, Stahlblech. Sehr schön. Und noch ein Stahlblech. Yay. Und Zwergenschnaps. Auch sehr gut. Dann kann ich meine Tränke wieder auffrischen. Genau, dazu wollte ich eigentlich noch was machen. Und zwar hier rausrennen. So, rausrennen. Bade, Städtler. Ne, interessiert mich alles nicht. Also rausrennen. Immer noch rausrennen. So, und dann. Oh, da regnet es aber ziemlich stark. So, da wollte ich mal eine Stunde meditieren. Reicht eine Stunde? Machen wir Meditation bis zum Morgen. Warum nicht? Wie viel Uhr? 6 Uhr? 7 Uhr? Oh, jetzt habe ich 9 Uhr gemacht. Ich wollte nur bis 8 Uhr eigentlich, egal. So, alle Tränke sind aufgefüllt. Nachterscheinungsabsud und das Greifenabsud wieder reinknallen. Wir wissen ja nicht genau, was uns jetzt dort blüht. Könnte ja irgendwas sein. Zwielichtige Person. Habe ich das letzte Mal schon mal gesehen? Macht das irgendwie Sinn, die zu verfolgen oder sowas? Behalte ich mir noch im Auge. Mache ich jetzt noch nicht. Junge, geh aus dem Weg, sorry. Aber das könnte man vielleicht noch irgendwann mal machen. Was war mit dem da? Lakai des Bettlerkönigs. Was gibt's, Mörder? Warte, ich bin doch kein Mörder. Ich bin ganz locker drauf. Was geht, was erzählen die für Gerüchte von mir hier? Kann ja alles nicht wahr sein. Ja, und ich habe jetzt gesehen, bei den Skills, bei den allgemeinen Skills, gibt's sogar noch ein Skill. Skill. So, oft wiederholt. Macht aber trotzdem noch Sinn. Also es gibt einen Skill, der 30, plus 30 Vergiftung gibt. Das könnte vielleicht für mich auch was ganz Interessantes werden. Somit nochmal die Vergiftung zu steigern, dass ich wirklich irgendwann die drei Absurde mal da reinknallen kann. Das wäre schon ganz nett. Was im Umkehrschluss sogar noch mehr als, wenn ich den anderen Skill da reinnehme. Oh, da laufen schon die Huren rum. Wo die Vitalität gesteigert wird, pro Absud um 1000, macht das auch nochmal mehr Sinn, als wenn ich will es euch nur ganz kurz zeigen, Charakter. Also ich hätte ja einmal die Möglichkeit, zum Beispiel hier im allgemeinen Baum, gehen wir mal in den allgemeinen Baum, hier zum Beispiel das mit der Vitalitätssteigerung hier zu nehmen, 500. So, da kann ich das da irgendwo reinsetzen, bekomme 500 Vitalität. Nehme ich allerdings jetzt diesen Skill hier. So, den ist es hier, ne, Mutagenplatz nicht, auch nicht, sondern den hier. Den ist auf höchster Stufe, gibt es da plus 1000 Vitalität pro Absud, das ich nutze. Und wenn ich dann durch die Vergiftung, also wenn ich Vergiftung dort hinten reinnehme, so, wo ist das? Das müsste auch hier irgendwo sein. Das hier sieht doch so aus, genau, maximale Vergiftung um 30, dadurch kann ich vielleicht ein zusätzliches Absud nehmen, dass der generell irgendeine Fähigkeit mal hat, plus, dass ich noch 1000 Lebenspunkte bekomme, natürlich kombiniert mit dem anderen Skill, logischerweise, ist natürlich besser als der Skill, als wenn ich zum Beispiel den Skill und den hier kombiniere, versteht ihr, wie ich meine? Das hebelt praktisch den Skill hier aus oder macht den doppelt so stark eigentlich im Endeffekt. So irgendwie erkläre ich das jetzt mal. Ich hoffe, das war halbwegs passend und hat Sinn gemacht. So, Rosmarin und Thymian, da sind wir. Hallöchen. Hat abgeschlossen. Abgeschlossen ist nicht cool. Warum ist das abgeschlossen? Was soll das jetzt? Es soll nicht abgeschlossen sein. Macht die vielleicht nur abends auf, oder was? Lasst euch hier nie wieder blicken, ihr miesen Oh, gut, alles klar. Irgendwas passiert. Ich hab's nicht gesehen. Vielleicht mitten auf dem Platz da. Nächstes Mal reiß ich dir beide Beine ab und ramm sie dir in den Arsch, bis du Zehennägel kotzt. Lustiger Kerl.
Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Klar. Mit Vergnügen. Nur ein bisschen vermöbeln oder schlagen? Ja, nur vermöbeln. Gut, alles klar. Oder ist es wirklich nur vermöbeln? Keine Ahnung. Ich mache einfach jetzt mal mit dem Vermöbeln da weiter. Ich ziehe mal kein Schwert. Oh, was geht denn hier ab? Hallo? Kann ich meine Magie nutzen? Wahrscheinlich, ne? Oh, jo, jo, klar, Leute. Bleibt mal ganz cool. Ne, ich kann meine Magie nicht nutzen. Was geht denn ab? Echt nicht? Ah, ja, ist nicht erlaubt, weil ich die nicht töten soll. Wahrscheinlich deshalb. Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Komm, da bleiben wir hier mal dran. Boah, das ist ja echt nervig. So, da ist der erste Down, Gott sei Dank. So, haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt schon? Ja gut, alles klar, er hat alles andere erledigt. Oh Gott, war ich schlecht. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Meine Absurde vielleicht, die ich mal die ganze Zeit reinknalle? Damit will ich dich nicht belästigen. Ich suche nach Ciri. Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Ich suche nach Ciri. Warum soll ich das nochmal sagen? Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall. Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Pennern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Ja, ich hab das Buch eben schon blinken gesehen. Untersuche das Erdgeschoss mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, als ich eben reinkam, hat da schon auf dem Tisch irgendein Buch mächtig rumgeblinkt. Oder rumgesternt, keine Ahnung, irgendwas ist da die ganze Zeit hochgegangen. Da hinten, keine Ahnung, wo ist es? Da hinten, ne? Seht ihr das da hinten? Nee, wo war es denn jetzt? Bin ich bescheuert? Ah, hier. Was könnte es sein? Oh, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es auf jeden Fall gesehen. Irgendwo war so ein Buch. Keine Ahnung, hä? Ah, da ist es. Da sind die Sternchen. Da wollen sie mal irgendwas sagen. Gucken wir doch mal. Zehn Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung zum Schreien. Dann hat er sein Geschäft wohl endlich ernst genommen. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren. Offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Ah, hier. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. An seinen Eskapaden bin ich nicht interessiert. Das könnte nützlich sein. Keine schlechte Idee. Rittersporn ist sehr geschwätzig. Vielleicht hat er seinen Freundinnen etwas gesagt, was uns auf seine Spur bringt. Darauf baue ich.
Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan. Lies Rittersporns Terminkalender. Ja, mache ich gleich, nachdem ich hier noch ein bisschen rumgelootet habe. Rumlooten, jawohl. Starkbier ist sehr schön. Das wird unsere Tränke wieder aufwerten. Lies, vielleicht erfahren wir was. So. Oh, aufnehmen, da ist noch was. Brief einer weiblichen Bewunderin. Ja, holen wir mal mit. Vielleicht bringt sie irgendwas. So, da habe ich auch noch nicht geguckt. Da geht's wieder raus oder wo auch immer hin. Oh, da ist auch noch ein Brief. Den nehmen wir natürlich auf. Brief von Fran. Vielleicht bringen die Sachen ja irgendwas. Keine Ahnung, also diese Briefe. So, da liegt auch noch was rum. Irgendeine Laute. Ist das die Laute, die er von den Elfen in Dol Blathana bekommen hat? Ja, er muss in Eile gewesen sein, wenn er sieht. Aus den besten Weingärten. Jedes einzelne Fass. Niemand kennt sich besser mit Wein aus als Rittersporn. Warum hat mein Controller jetzt schon wieder vibriert, wenn ich hier hinlaufe? Macht das irgendwie Sinn? Ne, nicht wirklich, oder? Ah, doch, hier noch. Brief von Bomil de Rabe. De Rabe. Gut, alles klar. Haben wir wieder was gelernt. So, da ist auch... Oh, da ist hier noch etliches Zeugs, das man mitnehmen kann. Jo, hol mal alles mit. Alles mitholen. Immer wichtig. So, und da hinten ist noch eine Truhe. Echt? Die Chroniken von Redanien. Jo, irgendwelches Alkoholzeugs. Und da ist auch noch was. Balladenwettbewerb Silberner Lorbeer, verliehen an Meister Rittersporn. Durch Prinz Herewart höchst selbst. Und das Fest, auf dem hinterher die Preisträger gefeiert wurden. Rittersporn brachte einem Schwein das Jodeln bei. Und ich... Ach, davon ein andermal. Die Nase ist zu klein. Ja, und das Schwert zu groß. Geht das wirklich so? Tötet man so einen Wyvern? Na, die Technik stimmt nicht ganz, aber man muss zugeben, dass er es mit Schmackes macht. Geil. Schon geil gemacht. So, gucken wir mal noch, dass wir noch nach oben rennen. Und da muss ich, wie gesagt, noch diese Bücher lesen. Was ist denn hier? Achso, ja, haben wir ja schon mal. Jo, weiß ich schon. Besser mit Wein aus als Rittersporn. Vielleicht können wir hier doch noch irgendeine Information sammeln. Was? Neue Markierung, totes Tiragen. Was ist denn jetzt passiert? Echt? Hä? Bin ich bescheuert? Was ist denn jetzt passiert? Macht das irgendwie Sinn? Was gerade passiert ist. So, da können wir irgendwie noch rüberklettern und das hier sammeln. Alchemistenpulver und ein Lederbalk. Klasse. Habe ich deswegen jetzt den ganzen Quatsch da gemacht? Was ist jetzt markiert worden? Das verstehe ich nicht. Und hier sind etliche Zimmer. Ja klar, von dem Etablissement. Mal gucken, was wir hier finden. Eine Wasserflasche, aha. Jo, ne, gut. Ich werde mich noch ganz kurz umsehen. Ich will nicht komplett langweilen, aber vielleicht macht es hier irgendwie noch Sinn. Oh jo, irgendwelchen Kram. Holen wir alles mit. Alles mitholen. Alles mitholen. Ach du Gott. Gibt's da Sachen zum Looten? Wahnsinn. Ja, rennen wir mal wieder raus. Gerade gegenüber ins Zimmer. Und da gibt es wahrscheinlich auch wieder etliche Sachen zu mitnehmen. Ach, ist das spannend. jo. So, und jetzt darf man sich auch nicht verlaufen oder so. Das ist auch noch wichtig bei der ganzen Sache. So, holen wir das mit. Und das sind noch, wie gesagt, diese Hefte da, die wir gefunden haben. Oder, ne, diese Briefe. So, Honigwabe. Oh, das ist eigentlich noch recht teures Zeug teilweise. Können wir alles auch cool verkaufen. Oder auseinandernehmen. Pferdehaut. Oh, Bärenfell, das ist alles halt relativ schwer. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt die anderen Satteltaschen da. Und ich muss mal ganz kurz einen Postmann öffnen, der mir gerade geklingelt hat. Warum, erkläre ich gleich. Miau, tschüss. So, da bin ich wieder. Jo, ich warte eigentlich schon den ganzen Morgen auf meinen neuen Rasenmäher, falls es jemand von euch interessiert. Ja, und jetzt war gerade der Postmann da und hat ihn gebracht. Weltklasse, oder? Jetzt freue ich mich total und kann Rasen mähen. Das ist der absolute Wahnsinn. So, ist gerade die Frage, was spannender ist, hier das Rumlooten oder das Rasenmähen? So, komm, nee, ich will euch nicht weiter langweilen. So, laufen wir noch kurz noch eine Etage hoch. Bleibt das jetzt immer die ganze Zeit so? Und was für eine Markierung ist da eben eigentlich aufgeblockt? Das ist eigentlich auch viel größer oder viel wichtiger.
Ja gut, hier. Ja, hier ist noch eine Tür, oder was? Ist da eine Tür? Öffnbar? Echt? Ich kann da raus. Abgeschlossen. Oh, die ist abgeschlossen, okay. Ja, sonst ist hier jetzt nichts mehr und ich brauche auch nicht sinnlos irgendwo dagegen zu springen. Na gut, komm, dann rennen wir raus. Aber bevor wir rausrennen und dabei da machen, werde ich noch ganz kurz... So. Ich denke, hier haben wir uns genügend und gut umgesehen. Auch wenn ich jetzt ein, zwei Zimmer oben ausgelassen habe. Ich will euch hier nicht komplett langweilen. Gucken wir mal ganz kurz ins Inventar, was wir da gefunden haben. So, das ist alles klar. Hier haben wir neue Briefe gefunden. Auftrag der Tempelwache der freien Stadt Novigrad. Das haben wir, glaube ich, gelesen. Genau, das war das Ding, wo es was an dem Anschlagbrett da gehangen hat. Genau wie das Ding hier auch. So, Brief einer weiblichen Bewunderin, das ist neu. Die Kraft deines fesselnden Blicks, mein Antlitz, so rot und heiß, die ganze Welt drehte sich in einem Wirbel des Vergessens und ich fiel der reinen Ekstase anheim, trank ihren Nektar, die Musik, der Gesang, du. In diesem Moment war ich die Laute und du spieltest mit deinen verständigen Fingern an den vibrierenden Saiten meiner Seele. Ja, alles klar. Lass ich mal unkommentiert. Warum kehrst du nach Zidaris zurück? Ich hoffe bald, denn ich vermisse dich schrecklich. Das lange Warten ist so schmerzvoll. Sende mir eine Nachricht, wenn du kommst. Dann bitte ich meine Herrin um einen freien Tag. Brief von Fran, aha. Brief von Bomilde Rabe. Verehrter Viscont, ein weiteres Mal möchte ich meinen Dank aussprechen, dass du die Hochzeit meines Sohnes mit deinem Lied bereichert hast. Deine Anwesenheit erwärmte unsere Herzen und die entzückenden Noten, mit denen du uns beglückt hast, berührten die Mutter meiner Frau, Baronin Duvet, so tief. In gewissen Kreisen gilt sie als kalt und herzlos, dass in ihren Augen sogar zarte Tränen glitzerten. Bomilde Rabe. Alles klar, sonst war jetzt hier nichts Wichtiges, hier auch nicht, das war nur unser Stahlblech und der Kram. Rittersporns Terminkalender, genau, den sollen wir ja lesen, machen wir dann mal. Enthält Zusatzinformationen. Rosa von Adre, von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf, Molly. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle. Vespula. Was? Vespula, obgleich schüchtern ihr Blick, keine Liebschaft sie scheut und mein Herz je schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut. Aha. Fernig, Wäscherei an der Pontamündung. Marabella, himmlisch tönt ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist kaum zu hören. Die sterben am Armenplatz. Die scherben am Armenplatz. Und Elihal, ein seltsames Wesen von zwiefacher Art, gibt ordentlich Acht, dass sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Aha, so, und da müssen wir jetzt überall hin. Was waren das für bescheuerte Reime? So, gut, alles klar. Alles erledigt. So, und jetzt muss ich mit denen allen sprechen. Oh, mit manchen habe ich schon gesprochen anscheinend. Okay. Oh, und ich habe schon ein Level. Was geht denn jetzt ab? Ich habe richtig viel Leben. Hä? Was ist denn los? Warum habe ich jetzt so viele Erfahrungspunkte bekommen? Keine Ahnung. Muss ja keiner verstehen, oder? Na gut, und dann würde ich sagen, machen wir am nächsten Part an dieser Stelle hier weiter. Dann werde ich nämlich versuchen, mit den anderen übrig gebliebenen noch zu reden, die zu erreichen. Und anscheinend gibt es da immer wieder Erfahrungspunkte. Oder ich habe es schon gelöst, ich weiß jetzt gar nicht. Das muss ich dann mal vorbereiten. Mache ich dann für den nächsten Part, gucke ich mal genau an. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.